Also Beatrice, Victor, am Sonntag geht's los im Amazonas. Wen haben wir denn diesmal an Bord? Einen Goldfisch. Was fressen Goldfische eigentlich? Zwei exzentrische Amerikanerinnen haben diese Reise gebucht. Sie reisen nie ohne ihren Goldfisch. Also einem unserer Stewards ist ganz schön mulmig zumute. Seine Verlobte will ihn auf der Reise ihrer Mama vorstellen. Feinste Gesellschaft und so. Wenn das mal gut geht. Warum sollen wir denn auf diesen Herrn Baldwin Glöckner besonders achten? Wir haben Hinweise. Scheint ein Heiratsschwindler zu sein. Jedenfalls Augen offen halten. Am nächsten Sonntag wissen wir mehr. Diesmal sind dabei Nadja Tiller, Luis Martini, Gerd Baltus und Karin Bahl, Elisabeth Wiedemann und Eduard Linkers, Evelyn Gressmann und Edith Scholwa, Joachim Kemmer, Lonny Kellner-Frankenfeld, Anja Kruse, Benedikt Freitag. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Bei einem Großfeuer, einem Brandanschlag und einer Bombenexplosion in Madrid, Amsterdam und London sind etwa 100 Menschen ums Leben gekommen. In London explodierte der Sprengsatz in einem Auto, das neben dem Kaufhaus Harrods abgestellt war. Nach Angaben der Polizei wurden 5 Personen getötet und mindestens 77 verletzt. Vorher war von 9 Toten die Rede. Die Bombe war kurz nach 14 Uhr explodiert. Unter den Tausenden, die sich zum Zeitpunkt des Anschlags in dem Warenhaus und auf der Straße aufhielten, brach Panik aus. Minuten später erreichten die ersten Kranken- und Rettungswagen den Unglücksort. Unter den Opfern des Terroraktes sind auch Polizisten, die nach einer telefonischen Vorwarnung den Wagen im Augenblick der Explosion untersuchen wollten. Sicherheitskräfte riegelten das Gebiet ab und räumten das Kaufhaus und die umliegenden Gebäude. Nach Angaben der Londoner Polizei ist die irische Untergrundorganisation IRA für den Anschlag verantwortlich. In der Madrider Diskothek Alcalá starben bei einem Großbrand 79 Menschen. Etwa 30 wurden zum Teil schwer verletzt. Das Feuer war gegen 5 Uhr heute Morgen kurz vor Schließung des Lokals ausgebrochen. Brandursache war vermutlich ein Kurzschluss in der Beleuchtungsanlage. Zu diesem Zeitpunkt waren fast alle Ausgänge verschlossen, berichteten Überlebende. Unter den noch rund 600 Gästen sei eine Panik ausgebrochen. Die meisten Opfer starben an Rauchvergiftung.